So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Stop the Simulation, aktuell im Castlevania-Abschnitt, in dem wir eine furchtbare Mechanik kennengelernt haben. Gut, ich nehme an, der fällt wieder runter. Kaputt machen kann ich ihn jedenfalls nicht. Ja klar, fällt er runter. Oh, ich darf da nicht mal drauf. Okay. Und er hinterlässt auch Dreck. Okay. Nee. Was bist du denn? Also bis dahin ging's klar und dann kamen wieder die blauen Dinger. Aber ich musste meinen Doppelsprung, um hinzukommen, schon einsetzen, oder? Oder kann ich den behalten? Das gilt es wohl wieder zu testen. Nee, ich komme da... Nee, ich muss den Doppelsprung auf jeden Fall einsetzen. Das heißt, ich muss mit der Peitsche, während ich darüber ziehe, nach oben ziehen, oder was? Lecker. Da freue ich mich ja. Ja, weil ich kann hier auf den ganzen Dingern nicht mehr landen. Das ist schon extra so gebaut. Oh. Mach drei Kreuz, wenn dieser Mist vorbei ist. Castlevania wäre so ein schöner Abschnitt gewesen, wenn es diesen blöden Teil mit den blauen Teilen da nicht gäbe. Ah, es ist... Ich kann nichts... Ich kann nichts anderes... Ich kann nichts anderes drücken. Ich kann ja nicht noch hoch. Gerade hat es nicht funktioniert. Ich muss mal gucken, ob ich das... Ob ich wieder einfach zu dumm war. Ich kann... Ah, so. Ach so, wenn ich da raus bin... Okay, verstanden. Das wird unangenehm, aber ich verstehe, wie es geht. Gott. Irgendwas wurde von da oben geworfen. Der Typ, der da rumläuft. Der auf mich auch gepolt ist, ich sehe das schon. An dem darf ich auf keinen Fall landen. Ja, super. Aber der... Der wirft Zeug. Und ich kann nicht gerade hoch, weil der wirft irgendwas. Oh, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass da schon die Dinger kommen. Die leuchten da schon vor. Hab ich gar nicht gesehen vorhin. Jetzt sind sie da. Und da taucht der andere auf. Also ich kann nicht mehr landen. Ich muss es mit einem Ablauf durchkriegen. Toll. Ach, das ist... Der hat gar nichts geworfen. So, wenn ich jetzt noch einen Doppelsprung hätte... Komme ich irgendwie da... Ich komme da noch nicht ran, ne? Oh, Mist. Ob ich den Doppelsprung behalten könnte. Aber ich habe keine Chance, den zu behalten. Dafür sorgen die Dinger. Das heißt, ich muss irgendwie einen Weg finden, um dieses Ding rumzukommen. Weil das Viech ist ja immer genau immer da, wo ich auch bin. Also wenn ich landen würde, würde ich auf dem Viech landen. Ich glaube, es ist egal, wie schnell ich bin. Das wird immer auf meiner Seite sein. Ja, sieht man ja, ne? Der ist immer auf meiner Seite. Das heißt, ich muss... Ich muss landen. Ohne, dass der... Ohne dass der davon beeinflusst wird. Mensch, ich war gerade oben. Wie habe ich das denn gemacht? Hä?
Hallo? Komm ich an dem nicht mehr vorbei. Ich kann den Doppelsprung nicht behalten. Das geht nicht. Keine Chance. Nee. Wie habe ich denn das gemacht gerade eben? Ich muss irgendwie so schräg jedes Mal rüber. Ja, okay, dann nicht. Auch interessant. Interesse halber. Nee, der fällt erst, wenn ich unten bin. Und selbst wenn ich ihn... Nee, geht er eben nicht. Ja, ja, nee, ich bin doof. Ich habe was überlegt, aber es ist Quatsch. Ich kann es nicht umgehen. So irgendwie muss ich das machen. Irgendwie so. Aber jetzt hat es halt gedauert, bis er fällt. Ich kann... Und wenn ich einmal in diesem Strudel bin, komme ich nicht mehr raus. Das heißt, ich muss die ganze Zeit schräg sein am Anfang. Ich muss am Anfang die ganze Zeit schräg sein, sonst haut's nicht hin. Ich würde halt gerne wieder mal hochkommen. Weil das hier unten haben wir jetzt schon oft genug gesehen, ne? Vorhin bin ich irgendwie dran vorbei, aber ich weiß nicht mehr wie. Kann ich ihn irgendwie vorher triggern? Huch. Kann ich leider nicht vorher triggern. Okay. So, was, wie mache ich das jetzt? Ich muss rüber. Oh, ich glaube, ich sehe es. Kann ich auf diesem Kreisding da landen, was immer das ist? Ich muss gleich mal gucken, was das ist. Sehe ich ja von hier aus, müsste ich das sehen. Sehe ich das von hier? Oder ist die Plattform... Ja, was ist denn das? Da ist irgendwie so ein Ring auf dem Ding. Kann ich da drauf landen? Oder ist das eine Falle? Oder? Aber woanders kann ich ja nicht hin. Dann muss ich nochmal die mitnehmen. Aber nach drüben, nicht mehr schräg hoch. Ich hasse diese blauen Dinger. Ich treffe sie halt auch einfach nicht. Obwohl da drei Stück sind. Es ist so eine blöde... Ich krieg's nicht in Worte gefasst, wie blöd das mit diesen Dingern ist. Hoch?
Cursed cut purse who stole mine own trusty morning star. I shall comes for thee. If only I hadst it now, I would pommel this wretched creature to oblivion. Ich nehme an, den kann ich nicht killen. Muss es aber... Kommt der wieder? Ich habe Angst. Habe ich meinen Doppelsprung gerade eingesetzt? Ah. Holy moly. Okay. Also die Dinger kann ich killen. Ja, das nützt mir nichts, die zu killen, weil die kommen ja immer wieder. Ich kann sie zwar auf dem Weg... Oh nein, da kommt mehr von dem blauen Scheißdreck. Was soll ich denn jetzt mit den blauen Dingern da oben anstellen? Check ich ja gerade überhaupt nicht. Ah, ich muss da rüber, oder was? So. What? Ja, gut, dass ich sehe, dass die... Wo die... Irgendein Dietz, wo die rauskommen. Muss ich dann wieder rüber oder was muss ich machen? Oder muss ich... Oh, ich habe eine Idee. Aber die gefällt mir nicht. Oh nein. Aber ja, ich glaube, das muss ich machen. Ich glaube, ich muss das Viech erledigen. Und dann kann ich da rein. Oh, shit. Auch bester Hintergrund, auf jeden Fall. Für den Abschnitt. Es nützt ja nichts, die zu erledigen. Was soll das bringen? Ich komme ja immer wieder. Super, hat dir richtig viel gebracht, die zu erledigen. Mecha-Conan auf jeden Fall wieder richtig am Start in dem Abschnitt hier. Aber, keine Ahnung. Kommt nur mir das so blöd vor oder ist es wirklich blöd? Weiß es nicht. Ah, ich habe den Doppelsprung verschwendet. Scheiße. Komme ich da auch ohne dieses Kackvieh hoch? Ich kann mich halt auf dem Ding auch nicht großartig, ne? Ich müsste es irgendwie schaffen, dieses... Ich muss das Viech erledigen, es geht nicht anders. Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob das geht. Ich will halt verhindern, hier wieder runterzufallen. Ja. Das war halt schon vom Timing her wieder kacke.
glaube, das geht. Das ist hoch genug. Ich hoffe, ich kann mit einem Doppelsprung dafür sorgen, dass ich direkt wieder auf der nächsten Plattform drauf lande. Ja, zu nah dran. Aber wenn das geht, dann wäre das schon mal angenehmer. Ja. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Problem gelöst. Erstmal. So, dann kann ich mit dem weiterfahren und dann... Ah, ja. Okay. Aber Problem ist gelöst. Reg mich nicht mehr auf. Ich dachte, ich muss es anders machen. Ich muss es zum Glück nicht anders machen. Ich dachte, ich muss öfter runter und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Muss ich nicht. Dann ist alles in Ordnung. Ich bin zufrieden. Alles gut. Alles gut. Mecha-Conan hat sich deaktiviert. Die blauen Dinger bleiben zwar scheiße, aber die Stelle da oben ist damit in Ordnung. Ich dachte, die ist schlimmer. Das war klug. Den Doppelsprung einfach zu verwenden. Nein, ich hab's schon wieder getan. Ja, war klar, dass das nichts mehr wird. Ist okay. Ups, ich dachte, ich treffe ihn. Dann wäre er nämlich down gewesen, deswegen bin ich gleich reingesprungen. Aber stellt sich raus, habe ich nicht getroffen. Na, ja, da darf ich nicht so hoch. Aber ich muss direkt weiter. Wenn ich nicht sofort weiterspringe, habe ich keine Chance. Das sehe ich auch. Zeit verschwenden hier. Na, zu bald. Bisschen weil ich kann die wirklich ein bisschen weiterfahren lassen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, das kann ich mir leisten. Nicht sicher. Aber ich glaube ja. Ungefähr hier und dann rüber und dann gleich weiter. Mit einem kleinen Sprung. Kleiner Sprung. Und dann ist ja erstmal relativ viel ohne Stacheln. Ne? Dann sollte ich mehr Bewegungsplatz haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es weiterhin knapp. Aber ich glaube, es wird dann besser. Ich glaube, es ist nur dieser erste Sprung noch. Na gut, der zweite Sprung ist es. Aber danach müsste es passen. Ja, ne, weil dann kann ich auch auf die unteren mal kurz drauf und kann damit wieder hochfahren. Das ist okay. Das ist okay. Das war knapp. Aber es hat funktioniert. Na, da war ich wieder zu. Ach, Mensch.
Das war nix. Jetzt habe ich natürlich den Rhythmus raus, glaube ich. Ja, jetzt bin ich eh tot. Das reicht nicht. Doch, gerade so. Das ist so gut, dass das funktioniert. Wahrscheinlich ist es auch so gedacht. Alles andere wäre echt ordentlich fies gewesen. Na, da waren wir fast wieder an der Situation, die ich haben wollte. Aber noch haben wir die Situation nicht. Weil ich noch zu inkompetent bin, leider. Da bin ich wieder am Rand gestorben. Das hat nicht funktioniert. Das auch nicht. Warum bin ich denn da mal so viel weiter vor? Muss ich doch gar nicht. Conan macht keinen Quatsch. Das Spiel hat hier schon genug Quatsch gemacht, da musst du nicht auch noch Quatsch machen. Was hältst du davon? Ja? Ja? Ich würde jetzt ja gerne sagen, dass der Doppelsprung wieder nicht ging. Aber der Doppelsprung ging wieder nicht. Weil ich halt wieder zu nah am Rand abgesprungen bin anscheinend. Liebe es. Wäre er noch gegangen, hätte ich das eigentlich hinbekommen müssen dann. Aber, wie gesagt, er ging nicht. Oh oh. Ja, das war klar, das war zu bald. Aber im Ernst, hat irgendjemand von euch, die das Spiel auch gespielt haben? Es gibt ja ein paar, die hier zuschauen, die das auch spielen. Tschüss. Diese blauen Dinger, fandet die irgendjemand cool? Also bin ich einfach zu blöd, die einzusetzen und die sind eigentlich cool und keine Ahnung? Oder sind die wirklich so doof, wie sie mir vorkommen? Lass mich ja gerne eines Besseren belehren, aber ich mag die überhaupt nicht. So, jetzt da oben sind sie ja okay. Da stören sie mich nicht. Ich muss einmal rüber und das war's. Und für was anderes brauche ich sie nicht. Aber in Kombination mit dem ganzen anderen Scheiß vorhin... Oh, das war super dumm. Ich hoffe, sowas kommt nicht nochmal. Da würde ich ein bisschen durchdrehen. Wo muss ich jetzt... Wo ist die Plattform? Hallo? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich muss von da aus hoch. Das war jetzt wieder blöd von mir. Ich habe halt gedacht, da kommt noch eine Plattform, aber wahrscheinlich muss ich von da aus einfach dann hoch. Mist. Also wir hätten es jetzt wieder haben können. Diesmal war ich einfach wieder inkompetent. Man kennt ihn. Ah, schade. Ich glaube, da lasse ich mich einfach fallen. Dann habe ich ja noch einen Sprung übrig. Ich glaube, so mache ich das. Dann kann ich ja unten das ausregulieren eigentlich, normalerweise. Ne? Jetzt war ich schon zu weit links. Aber dann kann ich das eigentlich da unten und müsste ich das regulieren können. Weiß es nicht. Wir probieren es aus. Wieso bin ich denn jetzt einfach wieder runtergelaufen? Jetzt wollte ich mich nicht fallen lassen. Warum bin ich denn dumm? Es reicht, dass in dem Abschnitt das Spiel dumm ist. Da muss ich nicht auch noch Quatsch machen. Weil das war jetzt wieder mein Quatsch. Kann ich dem Spiel gar nicht die Schuld geben. Das ist schon knapp. Aber es ist eigentlich machbar. Wieder zu weit links. Warum mache ich das?
So. Jetzt habe ich eigentlich erstmal eine Zeit lang. Aber wann springe ich da ab? So springe ich ab. Oh nein. Ich muss erst schräg runter. Ich muss erst schräg runter und dann muss ich schräg rüber. Ich dachte schon, der killt mich. Okay, wir haben keinen Dracula-Endkampf, wir haben einen Endkampf gegen Dings. Wie heißt er denn jetzt wieder? Das ist der Manger. Ich komme nicht auf Namen, aber ich spiele dann auch in Smash. Wie heißt denn jetzt wieder der Hauptcharakter? Ich komm nicht drauf. Ist auch egal, ganz ehrlich. Hauptsache wir besiegen ihn. Bis ich ihn besiegt habe, ist mir der Name eingefallen. Ich glaube, der Kampf ist ganz cool. Wenn da jetzt während des Kampfes die blauen Dinger kommen, ne? Und ich irgendwie ausweichen muss mit den blauen Dingern. Will es nur schon mal anmerken. Es könnte sein, dass ich dann schreie. Also ich kann mir sowas vorstellen, ne? Plötzlich kommt Feuer und man muss dann nach oben und da sind diese blauen Dinger und man muss ausweichen nach links und nach rechts und die ganze Zeit. Wenn sowas kommt, raste ich aus. Ich hoffe nicht. So wie der Kampf bisher ist, ist der super cool. So sollte er bitte bleiben. Nicht irgendwie ein Quatsch mit den blauen Dingern. Ich will die blauen Dinger hier nicht sehen. Rast aus, wenn ich die blauen Dinger hier sehe. So ist alles in Ordnung. Das hier spiele ich super gerne. Das war jetzt ein bisschen groß. Aber ist okay. Wenn es mit den Kleinen nicht geht, packt man halt die Großen aus. Habe ich gar kein Problem mit. Nur gib mir keine blauen Dinger. Ich raste aus. Ja, hast du verstanden? Du, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Hast du verstanden. Gut. Doch nicht, dass ich nicht drauf komme. Ich spiele den doch in Smash. Wie heißt der denn? Gut, oft habe ich die jetzt auch nicht gespielt. Ich komme aber gerade auf weder den einen noch auf den anderen. Simon! Ist das Simon? Simon und Pumba? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es Simon. Wie heißt der andere? Ist egal. Ach so, das bleibt dann. Das macht die... Ah, okay, ab der Hälfte schmeißt also dieses Ding. Verstanden. Und dann bleibt das Ding da. Oder ich kann nicht das wegwerfen. Vielleicht kann ich das auch wieder... Vielleicht kann ich das auch zerstören. Aber, keine Ahnung. Lieber dieses Ding als blaue. Alles in Ordnung. Ja, da hätte ich jetzt, glaube ich, nicht ausweichen können. Keine Ahnung, wie ich hätte da ausweichen können. Er hat auch so eine krasse Aura, alleine durchs Berühren sterbe ich. So krass ist seine Aura. Komm, Simon, falls du so heißt. Stirb. Ja, da war ich zu nah dran. Können wir wieder die Waffen aus Contra haben? Oder kann ich auch Äxte werfen? Was war das jetzt für ein Quatsch? Ich lerne es halt nicht. Er wirft als erstes den und dann wirft er Quatsch. So, dann kann ich, in der Zeit kann ich ausweichen. Jetzt wirft er den und dann wirft er Quatsch. Und in der Zeit kann ich, nicht ausweichen, in der Zeit kann ich ordentlich draufhauen. Das wollte ich sagen.
Jetzt wieder ausweichen. Ach, der kommt zurück. Okay. So, zack, und jetzt kann ich draufhauen. Na, da tut er überhaupt nichts die ganze Zeit lang, bis das Ding zurückkommt. Jetzt kommt es halt sofort zurück, aber ich kann draufhauen. Jetzt kann ich wieder draufhauen. Ja, das war Pech. Aber jetzt habe ich die eine Attacke hier viel besser verstanden. Und derzeit haue ich einfach voll drauf, wenn er das macht. Er hat eigentlich gar nicht so viele Muster, ne? So viel macht er gar nicht. Das war halt blöd jetzt, dass ich nicht hin bin. So, ne, sobald er das macht, einfach drauf. Einfach drauf, bis er aufhört damit. Jetzt wieder. Ja, jetzt wieder. Das war dumm. Ja, jetzt einfach drauf. Drauf, drauf, drauf. Das ist die beste Zeit, um anzugreifen. Jetzt wieder. Drauf, drauf, drauf. Beste Zeit, um anzugreifen. Ordentlich Schaden machen. Und schon haben wir ihn bei der Stelle, dass er das Ding losschickt. Und wahrscheinlich kommt so bei einem nächsten Drittel, das ist ja eher beim Drittel als bei der Hälfte, kommt beim zweiten Drittel dann das zweite oder so. Aber da kommt auf jeden Fall noch ein zweites, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch er könnte natürlich eine nächste Phase noch haben. Das ist fast ein bisschen einfach für die Phase. Aber ich sag mal, das Level war schon schwer genug. Es muss eigentlich... Okay, ich kann das Ding nicht angreifen. Ich wollte es mal testen. Es muss eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht noch schlimmer sein. Jetzt habe ich wieder richtig viel Zeit anzugreifen. Da ist das zweite, sage ich ja. Da fehlt halt nicht mehr viel jetzt. Und drauf, das war's. Ich hätte es haben können. Ich hätte es haben können. Leider. Leider war ich wieder zu inkompetent, es dann durchzuziehen. Aber der geht klar. Einfacher Boss. Man muss sich ein bisschen konzentrieren. Dann macht er auch keinen Ärger. Da ist schon das zweite. So, jetzt einfach ordentlich drauf. Nicht mehr treffen lassen. Ja, fast. Kriegen wir den Part auf jeden Fall noch hin. Sollte ja noch eine zweite Phase haben, klar, dann vielleicht nicht. Aber diese Phase kriegen wir auf jeden Fall hin. So lange nehme ich jetzt auf jeden Fall noch auf. Das ist ganz klar. Weil das fühlt sich deutlich realistischer an, dass wir das jetzt noch schaffen. Als zum Beispiel beim Frosch damals. Da habe ich dann den Part beendet. Aber das hier sollte in den nächsten 2-3 Minuten gegessen sein. Wie gesagt, wenn da noch was kommt, ist anders. Dann sehen wir das. Aber aktuell sehe ich da nicht das Problem. Zum Glück, die Stage war schlimm genug. Die Stage war wirklich schlimm genug. Ach komm schon. Drauf, 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 weg. Drauf, 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 drauf. Ja. Da war ich wieder zu ungeduldig. Da wollte ich wieder zu viel. Jetzt wirft er gleich erstmal sein Großes wieder. Die machen halt eigentlich auch nichts, die Großen, ne? Die sind einfach da. Oh. Genau dann, wenn ich sage. Das ist so dieses typische Karma, ne? Immer wenn man sagt, das ist gerade nicht schlimm, dann macht er irgendeinen Quatsch. Huch. Jetzt habe ich leider nicht so viel treffen können, wie ich hätte gekonnt, aber... Ach. Okay. Wir brauchen wieder mehr Konzentration. So ein leichter Ärger ist halt da, dass ich es gerade hätte haben können und es einfach nicht haben wollte anscheinend, weil ich wieder inkompetent war. Aber ist okay. So ist es halt gewesen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt geht's weiter. So, jetzt schmeißt er sein zweites Großes. Das heißt, wir haben ihn gleich.
Jetzt könnte ich es haben. Oh nein. Habt ihr gesehen, was ich sehe? Da geht der Boden weg. Wisst ihr, was das heißt? Wir müssen uns in der Luft mit irgendwas halten. Was könnte das mal sein? Womit könnten wir uns in der Luft nur halten? Ich weiß auch nicht. Ach so. Nein, wir müssen uns nicht in der Luft halten. Wir fallen. Okay, ist das jetzt ein neuer Abschnitt? Aber ich hundertprozentig komme in dem Abschnitt die blauen Dinger wieder. Oh nein, ich raste aus. Rip. Wo starte ich jetzt? Nein, das gehört zum Kampf dazu. Manchmal verstehe ich es nicht. Warum? Manchmal gibt es bei Bossen extra Checkpoints, wie bei dem Frosch. Und hier ist dann dieser... Das ist ja im Prinzip mit in Avoidance, bis der da hochfährt zurück, ne? Oh Gott. Und hier kriege ich keinen Checkpoint. Da war ich guter Dinge. Da ist schon wieder vorbei mit guter Dinge. Der ist einfach, ja, keine Frage. Aber den immer wieder neu spielen, habe ich halt auch keinen Bock drauf. Bruder, ich bin ganz ungünstig gewesen. Ah, Mann. Simon, das ist nicht fair, was du tust. Wollte ich nur mal gesagt haben. Bin ich kein Fan von. Scheiße. Da raus. Muss da raus. Keine Chance. Oh boy. Okay. Wir fallen wieder. Kann ich den nicht einfach treffen da oben direkt? Aber dass das kein extra... Oh nee. Das ist unangenehm. Ich meine, es geht immer schneller hoch. Ich weiß, ich merke das. Und dadurch wird auch der Sprung immer schwieriger. Und der Sprung nimmt immer mehr ab. Das ist mir durchaus bewusst gewesen und aufgefallen. Aber es ist schon...
Teilweise sieht man irgendwann die Fledermäuse auch einfach nicht mehr. Die nimmt man nicht mehr wahr. Jetzt sind es zwei Kugeln, ne? Oh Gott. Wir sind oben. War's das jetzt? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir sind beim Endboss. Oder auch nicht. Was ist das denn? Was immer das ist, wir sehen es beim nächsten Mal. Ich dachte, jetzt kommt der Endboss. Vielleicht müssen wir es hinlaufen. Und es gab es da erst noch einen Abschnitt vorhin? Die Musik ist Metroid. Na, wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.